Ein paar sind ja schon da. Ich hoffe, das geht so einigermaßen von der Kamera und so. Das Mähwerk? Nee, nein, egal. Ich bin eben schon mal in eine kleine Tour gefahren. Ich hoffe, das wackelt nicht zu sehr, dass die Halterung vom Handy. So, ich muss nochmal in meinen Stream hier suchen, dass ich Kommentare lesen kann. Geht das so einigermaßen vom Ton, zumindest wenn der Träger auf Standgas läuft? Das ist schon mal gut. Ich versuche einigermaßen laut zu reden, vielleicht geht das dann ja. So, dann legen wir mal langsam los. Fenster mal zu. Ich habe jetzt leider schon angemäht. Oh, das wackelt aber doch gerade wieder. Ne? Ich habe jetzt eben schon mal hier die erste Fläche angemäht, weil ich eben noch kleine Probleme am Handy hatte. Eigentlich wollte ich das aufstreamen. Aber irgendwie wollte mein Handy dann nicht so, wie ich wollte. Ich denke, mein Stream heute so lange, wie es geht, bis es dunkel ist, bis man nichts mehr sieht. Vielleicht schaffen wir die Fläche noch, dass wir das anmähen auf der anderen Fläche auch noch sehen. Ich mache jetzt gerade zwei Schnitt, weil es wird einigermaßen gut sein soll. Das will ich versuchen zu heute zu machen. Vielleicht wird das aus Anhieb hier kleine Ballen vermachen. Wenn das ganz und gar nicht geht, lasse ich das halt einwickeln. Dann ist das so. Aber eigentlich soll das jetzt um die 1-2 Wochen trocken bleiben. Schauen wir mal. Geht das immer noch einigermaßen vom Ton und von der Wackeligkeit von der, vom Handy? Ich hatte gestern schon mal die Fläche abgemäht bei uns am Haus. Ich muss sagen, da war das von der Nässe echt grenzwertig. Und hier geht das aber erst rein. Die Reifen sind zwar ein bisschen feucht, aber deutlich besser als zu Hause. Oh. Hier kann man richtig gut fahren. Hier ist die Narbe auch dichter, habe ich das Gefühl. Hier drückt das Wasser auch nicht so nach oben. Hier geht das top. Ich denke mal, hier geht es noch besser heute zu machen als bei uns zu Hause an der Fläche. Was ich jetzt abmähen will, sind, ja, was kann das sein, 7 Hektar, 8 Hektar vielleicht, wobei, ja, ich habe zu Hause auch noch ein bisschen was gemäht, ja, ich schätze, so 10 Hektar will ich ungefähr mähen für heute eigentlich, wo ist der Plan, Ton ist top, schreibt jemand, das ist schon schön, das Bild wackelt ordentlich, oh ja, ich sehe das auch gerade. Und vielleicht mal irgendwie versuchen, das woanders hinzulegen. Ja, das ist ein bisschen doof jetzt. Das war beim Wenden, glaube ich, schöner. Da hat das nicht so gewackelt, da bin ich noch nicht so schnell gefahren. Komm, krieg ich irgendwie anders hinge. Klappt irgendwie. Bisschen stabiler. Habe ich wirklich so Augenringe? Du siehst also ganz schlimm aus. Aber ich fürchte fast, da kann ich nicht ganz viel dran tun. An der Wackeligkeit. Ich kann noch irgendwie was festschrauben. Ich fürchte, da müsst ihr erst damit leben. Das wäre natürlich schön, hätte ich jetzt irgendwie Magneten mit bei oder so. Aber naja. Zur Not muss das leider eben so gehen. Moin Christoph, mein Yannick. Normalerweise wollte Niklas gleich auch noch kommen mit seinem Deutz zu unterschreiben.
Das hat ja toll geklappt, mein Hin- und Herhängen. Eigentlich wollte Niklas auch noch kommen zum Unterstützen mit seinem Deutz, aber der hat gerade leichte Probleme mit seinem Deutz. Der will gar nicht, der hat irgendwie Fehler. Da ist irgendwie Bremsflüssigkeit ins Behälter irgendwie kaputt gegangen oder so, deswegen will er nicht. So, jetzt kann ich hier nochmal eben schnell die Fläche quasi zeigen. Die Runamain, die da hinten und die auch, alle vier Flächen hier, dass die heute mal abkommen. Muss mal eben hier meinen Halter irgendwie da hinhängen. So, wird das hoffentlich gehen. Schauen wir mal. Aber man muss sagen, echt richtig schönes Gas hier wieder drauf. Ordentlich eine Volle drauf. Und ich denke mal, wenn das zumindest trocken wird, dann kriegen wir noch ein paar schöne Beine hier runter. Versuche ansonsten mal ein wenig langsamer zu fahren. Vielleicht wackelt das auch nicht ganz so das Bild. Wackelt trotzdem noch zu wenig, ne? Wie schnell ich beim Mähen fahre, mal eben auf meinen Tacho gucken hier. Das ist ja nicht so einfach hier mit den ganzen Zahlen hin und her rechnen. Rechnen kann ich denn her. Ja, irgendwie zwischen 12, 13, irgendwie so glaube ich. Ja, Grüße an Julian. Nee, ich habe noch keine. Ich habe noch keine Kotflügel vorne dran, habe ich noch nicht geschafft. Irgendwas wollte ich schlecken. Naja, genau, wie ihr vielleicht im Titel schon seht, das ist ein kleiner Blockersatz gewesen, weil ich es leider noch nicht geschafft habe, den Block zu schneiden. Ich hoffe, dass ich da vielleicht heute Abend oder so noch beikomme. Deswegen ist leider. Leider Sonntag kein Block gekommen. Das tut mir sehr leid. Aber ich habe auch schon gemerkt, dass ich ein größeres Mähwerk brauche. Da muss ich irgendwie nochmal was anbieten lassen. 3 Meter, 3,50 Meter oder so. Da fühlt sich doch schon los bei der Fläche, die ich jetzt mache. Ich habe auch kein Allrad an. Hier hat jemand geschrieben, dass ich kein Allrad anmachen darf. Ich habe auch kein Allrad an. Ich meine, ganz zur Not einmal im Rohr hatte ich den an, als ich da rausgefahren bin. Wenn man eben 3 Meter damit fährt, dann macht das nichts, dann geht das nicht gleich kaputt. Aber vor allem bei schnelleren Fahrten würde ich das nicht unbedingt anmachen, wenn das Allrad, wenn ich mit der Schaltwerke losfahren würde oder so, dann würde ich das nicht unbedingt investieren. Aber so mal eben 2 Meter langsam damit rausfahren, dann geht das so. Das ist der Nachteil, wenn ich erneut aufs Handy gucke, dann ist wirklich schlechter reingefahren. Naja. Ist das Bild ein bisschen besser jetzt, seitdem ich langsamer gefahren bin? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja. Ja, Niklas, besten Dank für deine Spende. Wann neue Reifen kommen, hat jemand gefragt. Ich bin da im Verhandeln. Mal schauen. Es gibt noch nichts Konkretes, wann die kommen, aber es könnte sein, dass da irgendwann nochmal was kommt. Nee, das stimmt ja nicht. Ich kenne jetzt nicht allzu viel. Also, vielleicht sieht man das im Hintergrund. Ich mähe da jetzt schon Schlenker ohne Ende rein, weil ich mal aufs Handy komme. Ich habe jetzt mein altes Handy genommen. Deswegen ist die Kameraqualität nicht so geil scheinbar. Hat jemand geschrieben gerade, dass das bei denen die ganze Zeit regnet?
Ja, das war bei uns auch so. Bis vor 3 Tagen hat es ja auch jeden Tag durchgeregnet. Und jetzt ist es mal ein paar Tage trocken. Ich soll eigentlich ein bisschen länger trocken bleiben. Deswegen habe ich die Chance gleich genutzt und bin losgefahren zu mähen. Wenn denn jetzt, weil es das letzte Mal jetzt wahrscheinlich, dass man das mal versuchen kann zu räumen. Deswegen, wenn jetzt. Ich schalte nochmal den Gang hoch. Ich muss ein bisschen was schaffen hier. Das Mähwerk hat 2 Meter, wenn ich das nicht weiß. Oder Janik, kannst du nochmal eben schreiben. Ich glaube 2 Meter war das. Oder 2,04 Meter oder so. Der Heumeister wieder am Berg, ja, richtig. Das hatten wir beim Farm Glory United Stream ja auch. Jemand schrieb eben, in Bayern ist es schon dunkel. Das kann man anscheinend echt extrem merken. Also im Süden deutlich früher dunkel werden. Also hier ist noch, hier sieht man ja auf dem Video noch, bin ich gut hell. Ich brauche noch kein Licht und gar nichts. Oh, Alter. Hier ist noch schön hell. Ich meine, das sieht in der Stunde schon ganz anders aus, aber schon heftig wäre das noch eine Stunde. Unterschied ist zwischen hell und dunkel. Wir sind natürlich auch ein paar Kilometer zwischen, ne? Zwischen Bayern und hier in Norddeutschland. So, ich muss mal eben ein bisschen aufhören, Kommentare zu lesen, dass ich meine schiefen Spuren hier mal eben korrigiert kriege, sonst muss ich gleich nochmal mal im Kreis fahren hier. So schief ist das dann. Ich mach sonst. Ja, einen Moment. Stell die Kamera sonst gleich mal eben um. So, ich hänge die mal eben flott um. Ihr könnt mal eben schnell schreiben, soll ich die so hinhängen, quasi nach hinten, dass ihr das Mähwerk seht, oder soll ich die an eine Scheibe hängen, dass ihr nach vorne rausgucken könnt? Das könnt ihr mal eben schnell schreiben. Eins in den Chat für nach hinten aufs Mähwerk, 2 in den Chat für nach vorne rausgucken. Zweiter Schnitt ist das. Schreibt jemand. 111, 222. Ja. Nicht gemischt, aber ich meine mehr nach vorne hinhängen, also so quasi. Oh, hier ist ein dickes Spinnennetz. In der Hoffnung, dass sie nicht wieder abfällt. Geht das? Könnte so vielleicht gehen, wa? So einigermaßen. Fackel bestimmt genauso wie vorher. Als vorher war. Scheiße. Ich versuche die mal ein bisschen festzuhalten. Zuschauer haben wir denn gerade überhaupt? 817, junge Junge. Das ist ja Katastrophe mit der Kamera. Das ist doch aber auch wunderbar. Ja, ganz so Profi mit dem Equipment wie hier Jan von Twitch Farming und Co. bin ich leider noch nicht. Da ist noch Luft nach oben bei mir. Wow, das sieht schon besser aus, glaube ich. Das könnte schon besser sein. Jo. Ja. Ja, das sieht schon deutlich besser aus, glaube ich. Noch nicht optimal, aber kann man vielleicht einen Tick nach oben noch.
Ja, so muss das gehen erstmal. Ja, das ist leicht anmoorig hier. Also, wenn ich Moor ist, aber nicht, aber anmoorig ist das. Die Halterung an sich ist nicht schlecht, aber für Livestream, wenn das richtig ruhig sein muss, ist das blöd. Da muss mir vielleicht nochmal irgendwie ein Magneton, wo ich das Handy reinklippen kann. Das ist vielleicht besser, dass das kein Stahl ist. Weil die Handyhalterung jetzt, die sind so einen langen Bügel, den ich hin und her knicken kann, und die ist natürlich ein bisschen wabbelig. Aber so wie ich das hier jetzt gerade sehe, dann geht das ja einigermaßen. Moin Johannes! Doch, hier ist ordentlich was drauf, aber wie einer schreibt, da ist nichts drauf. Wir können sonst gleich mal aufsteigen. Also hier ist für den zweiten Schritt richtig gut was drauf und schön ist krass vor allen Dingen. Und den drehe ich noch und dann hänge ich die Kamera mal eben nach hinten. Oder vorher kann ich die mal eben den Bestand zeigen. Das wird nämlich jetzt doch auch schon ein bisschen dämmerig. Also jetzt kann das hier langsam auch, sieht man vielleicht auf der Kamera. Wird langsam schlechter. Wie lange soll ich eigentlich noch streamen? Mit dem GoPro nehmen zum Stream. Letztes Mal, ich wollte das irgendwann mal versuchen, aber da hat das noch nicht so geklappt mit der App verbinden und irgendwie so. Vielleicht mache ich das nächstes Mal, dann geht das vielleicht besser. Wie lange der Livestream geht, normalerweise habe ich gesagt, bis das hier dunkel ist, bis man nichts mehr sehen kann. Ansonsten hat das ja auch nicht ganz viel Zweck, wenn man hier nur meine Stimme und das Röhren hier hört. Nochmal, Jan Niklas, nochmal danke für die 5 Euro. Ja, die melden relativ gutes Wetter. Auf jeden Fall ist eigentlich über eine Woche trocken mit 20 Grad ungefähr. Ich sagte schon, also wenn, dann muss man jetzt heulen, sonst ist das ganz vorbei irgendwann. Ja. Zeige ich mal eben schnell den Bestand hier. Einmal Kamera drehen. Ah, so. Also hier ist auf jeden Fall ein Pelz drauf, da kann man nichts sagen. Vor allen Dingen auch schön dicht. Schönes Gras, schön viel Blattmasse. Das sieht man gar nicht, wa? Das
kann man so lassen auf jeden Fall. Gucken, bin ich hoch genug? Ja. Das sieht ganz gut aus eigentlich. Und da ist sowieso nicht mehr so dolles Gras drin. Das sieht gut aus. Wir können die Messer noch mal eben schnell angucken. Die hatte ich gestern eigentlich schon einmal gewechselt. Oder Chris, ah nee, das mir wegläuft. Da gucke ich lieber nicht, oder? Dann bin ich hier gleich noch live Einfänger kürzer. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja, so mal eben. Flott von außen. Da sieht man schon. Schöner Sonnenuntergang. Ja. Siehst du. Machst du Rundballen? Nee, eigentlich wollte ich das den größten Teil in kleine Ballen machen. Und eigentlich hatte ich auch vor, Pellets zu machen. Allerdings den Macker, den ich angeschrieben hatte, wo ich dachte, dass er eine Krone Premus hat, der hat die leider nicht mehr. Die hatte er nur einmal zur Vorführung da. Da ist der Handyhalter. Achso, so sieht das Ding übrigens aus. Den hatte er nur einmal zur Vorführung da und ich glaube, die ist jetzt wieder weg, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Ich muss nochmal mit ihm telefonieren. Das ist natürlich etwas ärgerlich. So. Ich muss mein Handyhalter hier nochmal eben ein bisschen mit Sabber einschmieren, dass er ein bisschen an der Scheibe backt. Achso. Mähwerk nach hinten zeigen wollte ich. Da habe ich hier am besten ran. Ich muss ihn mal eben zur Seite legen. Kleinen Moment. So, könnt ihr mich noch ein bisschen beobachten. Nicht optimal, aber geht vielleicht, wa? Versuchen wir erstmal so. Besten Dank, Kevin, für die 5 Euro. Auf die nächste Cola Kornmisch im Hase. Ja, da freue ich mich schon drauf. Kommt zum nächsten Jahr mal ein neues Mähwerk. Ich habe jetzt noch kein konkretes Angebot, aber normalerweise bin ich so ein bisschen am Gucken. Eigentlich brauche ich ein größeres, ja. Das habe ich so gedacht, kann normalerweise eins von den kleinen weg, entweder das Talik oder das PZ. Ja, wahrscheinlich eher das PZ, da es der 2D dann von dem Talik laufen kann. Das PZ vielleicht weg und dann das Krone kommt dann nach dem Jahrzehnt. Und für den 6L war ein großes Kaufen, irgendwie 3,50 Meter oder so. Und das will habe ich ja leider nicht, sonst kann man auch ein schönes Frontmähwerk da noch anhängen. Oder einen anderen Trecker noch mit dazu, aber das wäre dann alles ein bisschen zu kostenintensiv, würde ich sagen. Nur um das Mähen zu lassen, da kannst du lieber Lohner kommen lassen und die Klasse hilft mir auch ganz oft bei mir. Ich kann ja lieber da mal mitmachen. Bevor ich mir extra noch einen Trecker zu mähen kaufe. Wobei, das nächste Jahr sowieso wahrscheinlich wieder viel investiert wird. Ich sag dir, dass wir auf den Landtag in Ordnung was angeschaut haben und beraten lassen haben. Das kann gut sein, dass da teure Spielzeuge auf dem Hofplatz kommen. Da könnt ihr ja vielleicht schon mal spekulieren. Das ist noch nichts fest, ich habe nichts unterschrieben oder so, aber da will ich mal ein bisschen mehr Ausschau halten. Ja, Niklas, besten Dank nochmal für 2 Euro, naja. So, ich glaube, das reicht erstmal mit Mähwerk angucken. Ich bab euch hier mal eben wieder ran.
Ach du Scheiße. Ups, fast an der Trecker abgebrannt, Moment. Kamera da, ja. Also die haben ein bisschen geknistert gerade, die hängt mal so eine Lampe raus, die wir so nochmal reparieren, da sind die Kabel mal eben. Oh, da sind die Kabel gerade aneinander gefunkt. Oh, das stinkt jetzt aber auch gut hier. Da hätte mir noch gefehlt, hier live den Trecker abzubrennen. Also da ein bisschen wegbleiben, Luki. So, häng ich euch da mal ran, da ist ein bisschen sicherer. Aber wir haben bestimmt ein gutes Video geworden. Live-Trecker abgebrannt. Ja, ein paar tausend Klicks gekriegt. Das ist alles Hülden irgendwie. So, wollen wir eben flott was trinken. So, ich mähe jetzt mal eben schnell Außenheimer rum, bevor ich das im Dunkeln nicht mehr sehe. Ich bin in einer 600er-Gruppe, 4-5-600er. Da hatte jemand einen 3-8er zu verkaufen. Der sah richtig wie geleckt aus. Mit EHR, leider keine Fronttabelle, aber Zwillingsreifen da dran und Schmalspurreifen. 30 hätte auch schön in den Kartoffeln haben können. Für, ich glaube, 14.000 Euro sollte der kosten, was ich nicht zu teuer fand. Den habe ich gleich angeschrieben, ob der Trecker noch da ist. Ob man sich den mal angucken kann, aber der war leider genau einen Tag vorher weggegangen. Da hatte ich mir das früher echt mal überlegt. Das war auch eine Stange Geld, aber für den Zustand fand ich das nicht zu teuer. Vor allem, wenn man sieht, wie die Träger im Moment so gehandelt werden. Ist ja 611er. Gute Frage, ist der Baujahr 81? Ich glaube, ich bin mir aber gerade nicht sicher. Ja, Stefan, das habe ich auch gerade deinen Text da gelesen. Also, dass ich heute nicht mehr alles abkriegen werde. Ich wollte Niklas mal kommen und mir helfen, aber der hat ja ein kleines Malheur an seinem Kreuz. Jetzt komme ich zum Hochbahn und den Rest werde ich mähen. Also ich mähe heute vielleicht eben alles an, dass meine Freundin das, wenn ich auch Arbeit weiter mähen kann oder so. Dann mal, dass ich das morgen zumindest einmal durchwenden kann, dass ich schon mal ein bisschen abschwanke, dass wenn nicht das verkehrt ist. Wie gesagt, hier ist das bis jetzt zumindest mit die trockenste Fläche, die ich gemäht habe. Die anderen waren deutlich schlimmer. Bin ich mal gespannt, ob ich das andere zu Heu kriege oder ob ich das einwickeln lassen muss. Achso, Yannick, du guckst ja gerade zu, ne? Du kannst dir schon mal irgendwie auf den Zettel schreiben, ob du am Wochenende eventuell Platz zum Fressen hast in deinem Terminkalender.
hören wollte, eventuell auch in Gepressen. Das soll ich dir noch sagen, wenn wir gerade so dabei sind. Ich bin zwei privat. Die Rechnung gucken von Yannick, da steht es ja drauf, wie viel er gebracht hat. Ich meine so 800, kann das hin? Irgendwie so nicht, glaube ich, auch bis jetzt. Ja, 600, 700 HD-Ballen. Aber da kommt jetzt, wenn das gutes Neu wird, auf jeden Fall noch ein Schwung dazu. So. Das wird das, das kann ich eben wieder hin ausgehen. Wie das im Moment mit der Wackeligkeit von der Kamera, oder ist immer noch so schlimm wie am Anfang? Einfach hier schnell irgendwo hinstellen, aber dann schaffe ich wohl leider nichts. Dann wird das nächste wackeln, das stimmt wohl. Nee, Mangling-News gibt es bis jetzt noch nicht. Da ist noch alles ruhig und noch keine weiteren Verhandlungen gewesen. Die Sicherung erstmal eben wieder hinfüllen, die ist irgendwie rausgefunden gerade. Er will gerade nicht. Schade. Muss ich gleich machen. Oder bin ich Applaus? Der Niklas schon wieder was gespendet. Der hier der Großspender heute. Besten Dank nochmal für 1 Euro nachher. Hier schreibt man den 3,8er von früher. Ich weiß jetzt nicht, ob du die Geschichte von vorher meintest, der 3,8er, der zu verkaufen war. Also der war das nicht. Falls der 3,8er, den wir früher auf dem Hof hatten, mal irgendwie zu verkaufen sein wollte, will ich den eigentlich kaufen. Ich muss nochmal mit dem Sprecher, ob man da irgendwie Vorkaufsrecht irgendwie aushandeln könnte. Schön wäre es ja. Ah, schön wäre das ja, wenn er wieder nach Hause kommt. So, mal eben wieder Handy zusammenquatschen. Habt ihr wieder verabschiedet. Apropos verabschieden, wie gesagt, ich mache noch ein bisschen, bis das hier noch ein bisschen Pusterei ist und dann höre ich hier auch auf. Also zumindest mit Stream. Ah, wird schon schlecht hier im Bild. Wie wäre es mal mit dem Deutz? Ich war oder bin immer noch immer so nach so richtig günstigen, in Anführungszeichen Hofsuche zum Kartoffelroden und Anhäufeln und alles sowas. Da war ich schon mal überlegen an so einen Deutz. Ich weiß auch noch nicht welche Größe. So ein ja, 6006 oder 8006 oder so. Wenn 06er oder so oder 05er. Weiß ich auch nicht, aber so ich. Intensiv geguckt habe ich aber auch noch nicht. Ab und zu mal, wenn auch überall welche drin sind, aber nicht, dass ich gar nicht geguckt hätte oder so. Ja, Niklas, schon wieder 5 Euro. Was war das hier? Ist heute Gehalt gekommen bei dir oder was? ja, ich kann gerne Patrick Bäumer grüßen, das ist kein Problem.
sehe das so schlecht hier, das wackelt so doll. Und schlechte Augen habe ich auch im Gesicht, ey. Das ist Katastrophe. Ja, oder? Genau, ich habe auch dann geschrieben, Kinetikrieger. Das wäre fast noch besser. So ein schön, das muss ja nicht mal ein 380er GT sein oder so. Aber irgendwie ein Geräteträger, die sind für die Kartoffeln natürlich optimal, die sind wendig zu blau. Dann vielleicht auch noch mit Allrad, das wäre natürlich optimal. Da kannst du da einiges mit beschicken, vor allem für die Kartoffeln. Das wäre gar nicht so doof. Nachteil ist, die sind natürlich teuer gebraucht, die ja, fast alle Fensterträger, die gibt's ja, da kriegst du keinen mehr für einen Schnäpperpreis. Fast nicht, außer einer, das Opa vielleicht nicht weiß, was ein Träger wert ist und schießt ihn für ein paar tausend Euro weg. Aber die meisten sind schon dahinter gekommen, was so ein Träger wert ist. Ich soll Finn und Tim grüßen von Levi. Ja, mach ich. Ja, LED soll auf jeden Fall noch an 6.11 ran, das ist wirklich wichtig. Gestern Abend habe ich auch einen Buckel noch gemäht. Also ich meine, man sieht zwar was mit den Halogenscheinwerfern, aber so Bombe ist das nicht. Da sollen auf jeden Fall, ja, was soll ich mir sagen, vorne zwei, hinten zwei, nach hinten auf dem Kotflügel zwei und von hinten vielleicht zwei, dass du alles einmal schön gerade noch ausgeleuchtet hast. Aber da kann ich mir ja noch an Schnacki mal wenden, der ist ja Profi in Sachen Trägerbeleuchtung. Da kann er mir vielleicht ein paar Tipps geben, aber nee, hier sollen noch ein paar Glühbirnen mit dran, 600er. Haben 2D'er normalerweise auch. Das haben wir schon seit 2 Jahren, dass er das dran soll. Sind wir auch noch nicht zugekommen. Wir haben sowieso ja noch so viel, wo ich noch nicht zugekommen bin. Katastrophe. Kommt bestimmt die Gruppe wieder. Das hatte ich in den Videos, glaube ich, auch gesehen, dass ganz viele Gruppen gar nicht kennen, was es ist. Also Gruppe ist übrigens so ein kleiner, ja, mehr oder weniger Graben, wo das Wasser so ein bisschen oberflächlich zusammenläuft. Vor allen Dingen im Rohr sind die. Ja, ich sehe schon, das wird schon schlechter hier, glaube ich. Deswegen glaube ich mir noch zweimal rum und dann beende ich den Spring. Hier soll ja auch nur ein Blockersatz sein. Dass man sich den vielleicht zwischendurch nochmal nachträglich anschauen kann, dann will man sich auch kein 3-Stunden-Video angucken. Und ja, Mähen ist halt immer das Gleiche, ne? Da gibt es ja nicht so viel zu schauen. Also falls jemand noch wichtige Fragen hat, dann kann ich ihn nochmal eben stellen. Ich mähe noch eben zweimal rum und dann verabschiede ich mich. Dann will ich mal eben sehen, dass ich meine Arbeitsscheinwerfer hier in Gang kriege. Glocksicherung habe ich auch noch mit. Aber ich glaube, die ist einfach nur außer Haltung rausgerutscht, weil das hier so wackelig ist. Das hatte ich schon mal, hier ist nicht mehr die beste, die Haltung. Da muss vielleicht mal ein neuer Sicherungskasten rein. Belarus kenne ich, ja, sowohl als Land als auch den Träger. Zweiter Schnitt ist das. Ja, Niklas, besten Dank für die Spende. 6110 John Deere ist auf jeden Fall ein schöner Träger. Ja, ich glaube, hat Janik schon mal zum Test mit gehabt. Ich weiß gar nicht, was der war. Oh, Handy ist auch leer, sehe ich gerade. Das passt ja in die Akku auch gleich her. Ist auf jeden Fall ein schöner Träger. Würde im Grunde auch gut hier am Hof passen. Ja, ein schöner 395 GT, das stimmt. Aber als Hochradversion brauche ich den ja nicht unbedingt. Der kommt als normale Version, kommt, ich dachte, das auch über Kartoffeldämme. Also den brauche ich nicht unbedingt als Hochrad. Kommt morgen ein Vlog.
Wenn das ganz gut läuft, vielleicht ja. Wenn ich heute Nacht noch irgendwie Zeit und Lust habe, wieder zu schneiden, dann kommt morgen noch ein Block, ja. Weil, oh scheiße, ich glaube, ich habe die Kurve vergessen. Naja, heute haben sie manchmal schon nichts mehr. Für mich morgen den nächsten Block. Zweimal Runde schon zu Ende, ne? Ja, komm, eine Ehrenrunde noch. Oder wir machen das Feld eben zu Ende, dann sowieso noch zweimal, dreimal Runden, dann ist das hier weg. Dann haben wir zumindest ein Feld geschafft hier im Stream. Wann kommt Merch? Sehr gute Frage. Ich sage ja schon seit gefühlt Jahren und Monaten, dass der Shop bald aufmacht. Ich bin noch nicht dazu gekommen, den Shop zu entwerfen. Ein paar Logos und ein paar Sachen, die auf den Merch aufgedruckt werden sollen, haben wir schon fertig und hier im Kopf und aufgeschrieben. Im Grunde muss ich die ganzen Sachen jetzt noch bestellen, den Shop einmal aufmachen und dann kann das losgehen. Im Grunde nur noch mehr. Also, ja. Ich hoffe, dass es diesmal zu Weihnachten, spätestens Weihnachten was wird. Dass wir und am Weihnachtsbaum vielleicht ein paar Kuckstern Agrar-Geschenke verteilen und kriegen dürfen. Das wäre wünschenswert. Hallo. Würde ich mir wünschen, dass ich das bis dahin mal schaffe, den Shop aufzubauen. Im Grunde ist das ja gar nicht mal so schlimm, man muss halt nur mal eben zukommen und das machen irgendwie zwischen den gefühlt 28-Stunden-Tagen. Neue Reifen vorne habe ich noch nicht drauf, aber sind im Gespräch. Ich habe Reifenland haben wir 50 Hektar, steht aber auch in der Beschreibung, Kanalbeschreibung. 20 Hektar Ackerland, 30 Hektar Grünland, sind im Moment aber alle bis auf 4 Hektar verpachtet, 4 Hektar Grünland habe ich selber. Und seit diesem Jahr habe ich auf jeden Fall längerfristig knapp 30 Hektar Grünland dazu gekriegt. Und für dieses Jahr einmalig nochmal 15 Hektar. Quasi hatte ich dann, ich muss mal jetzt schnell rechnen, 3, 4, 45, 50, ja, knapp 55 Hektar in Heu. Kurz 2 Rundfeldpässe zu verkaufen. Da kann ich auch nochmal überlegen, ob das vielleicht Sinn macht, sich eine zu kaufen. Kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben. Aber das ist noch so ein Thema, E-Mail. Ich krieg so viele E-Mails und sowieso Instagram ist ja ganz schlimm. Also tut mir leid, falls ich jemand noch nicht geantwortet hat, der so lange auf seine Antwort wartet. Das tut mir wirklich leid, ich komme da nicht hinterher. Auch bei den E-Mails, das wird schon so viel schlechter jetzt. Eine Zeit habe ich einfach gesagt, wenn ich auf Instagram nicht zurückschreibe, dann schreib mir gerne Mail, da antworte ich dann. Aber das schaue ich auch nicht mehr. Weil natürlich dann alle eine E-Mail geschrieben haben, wo ich auf Instagram nicht geantwortet habe. Da komme ich im Moment auch nicht hinterher. Vielleicht wird es im Winter ein bisschen ruhiger, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, ich muss fast nochmal einstellen, um E-Mails zu beantworten. Vorne müsste ich 45, 65, 28 Reifen vorne haben, wenn ich die noch machen will. Müsst ihr schon wieder Heu machen? Ja, ich bin gerade zweiten Schritt zu Heu. Brauchst du noch Heu? Ich denke mal erstmal nicht, außer ich finde das alles so auf einmal schnell los. Dann bin ich am überlegen, ob ich natürlich was zukaufe, wenn ich das wirklich irgendwie kriege. Aber so wie es im Moment aussieht, brauche ich nichts dazu kaufen. So, ich gehe noch ein Viertel und einmal zurück, dann sind wir fertig. Aber ich sehe schon, auf der Kamera sieht man jetzt sowieso nichts mehr. Deswegen soll es das jetzt gewesen sein, den Stream. Wie gesagt, der Kamera-Akku ist jetzt auch bald leer. Stream ist jetzt vorbei. Also besten Dank an alle immer noch knapp 700 Zuschauer, die zugeguckt haben. Hat mich gefreut. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Schaut auf jeden Fall gerne in den nächsten Vlog mit rein, wenn der die nächsten Tage kommt. Danke für alle Spenden. Und ja, dann hoffentlich bis zum nächsten Stream und nächsten Farmvlog. Ciao.